So Leute, wir werden heute mal wieder Zombie Rush spielen. Lang ist her. Ja, Speicherstand. Wir haben einen Speicherstand von 133.830 getöteten Zombies. Also ich habe schon ein bisschen gespielt, ohne dass ich jetzt hier ein Video dazu aufgenommen habe. Müssen da jetzt mal wieder leiser machen, weil ich glaube, das wird dann wieder so laut, wenn die Zombies kommen und der Kampf anfängt. Weil dann kommt nämlich die Musik, die können wir irgendwie nicht ausschalten. Das ist, glaube ich, das einzigste Problem an dem Spiel. Oh, leck, unser Ding ist voll. Warte mal, Metallspeicher. Werden wir bauen. Ich habe mir nicht überlegt, wir bauen eine Mauer als Verteidigung. Jetzt kommen nämlich gerade noch keine Zombies. Mauer, wo bist du? Du bist hier. Jetzt muss ich mal gucken. Die baut sich so auf. Nee, das wollen wir nicht. Halt. Wir wollen nämlich so. Ah! Warum baut denn der so komisch auf? Das ist, glaube ich, der einzigste Nachteil in dem Spiel. Jetzt. So. Lass mal hier mal schön die Mauer bauen. Die sollen nämlich die Zombies auch erstmal von uns abhalten. Jetzt bauen wir mal ein bisschen größer. So, oh, da kommen sie schon. Okay, stopp. Reihe wählen. Also ihr seht schon, jetzt wird halt die Musik lauter. Jetzt komme ich natürlich nicht mehr zum Mauer bauen. Also es gibt auch hier keinen Pauseknopf für irgendwas. Nein, wo brauchst du die Mauer hin? Die soll hier hin. So. Okay. Jetzt müssen wir mal gucken. Ja, die Mauer nimmt auf jeden Fall Schaden. Ihr seht es hier. Lass mal ganz schnell wieder reparieren. Wir können die natürlich auch verbessern. Wie viel Geld haben wir? Reihe wählen. Verbessern. Verbessern. So. Das ist jetzt hier die stärkste Verteidigung. Reihe wählen. Volle Reparatur. Jetzt müssen wir natürlich mal kurz mal warten, ne? Wir wollen ja eigentlich ein bisschen größer bauen, damit wir mehr Speicher da drin kriegen. Können wir ja zur Wand vorbringen. So, geht einmal schön hier hin. Die Drohnen finde ich ganz, ganz wichtig. Können ja von den Zombies nicht angegriffen werden, es ist ja klar. Du bist mir zu weit draußen. Weil die ja in der Luft sind. Ja, also das ist eigentlich, finde ich, eine sehr, sehr gute Verteidigung. Schaden geht noch. Also wir sind immer noch im dreistelligen Bereich. Das heißt auf jeden Fall, dass unsere Verteidigung gut aufgebaut ist und die Zombies jetzt mal nicht allzu weit vorrücken, dass sie jetzt so viel Schaden machen können. Also die werden vorher eigentlich schon getötet. Mal die ganze Reihe. Gehen wir weiter nach vorne. Oh, ach so, weil das Geschütz hier steht. Wir müssen hier Platz machen. Lass mich mal ganz kurz nochmal schauen. Ne, also ihr seht, 5 Reparatur. Die kommen wirklich nicht weit nach vorne. Wir wollen wirklich schön Platz machen, damit wir noch mehr Gebäude bauen können. Der Nachteil an dem Spiel finde ich, dass wir vom Ressourcenabbau nur eine nur begrenzte Minen, also so Abbaustellen haben, wie ihr hier seht, nur 3 Stellen zum Abbauen. Also da finde ich, hätten sie mehr machen können, damit wir auch schneller abbauen können. Wir können auch die, ich sage jetzt mal die Minenarbeit oder was das hier sind,
nicht upgraden, dass sie schneller abbauen oder mehr abbauen. Das ist natürlich ein bisschen schade alles. So, jetzt haben wir erstmal Ruhe. Jetzt könnten wir unsere Mauer weiterbauen. Bist denn du? Du bist hier. Ja, wieder falsch. Ah, da wäre es natürlich cool, wenn es eine Option geben würde, dass wir mehr auf einmal bauen können. Oh, da müssen wir eigentlich noch Goliaths aufstellen. Das ist, glaube ich, ein bisschen wenig. Ja, da könnte man noch welche kaufen. Ressourcen haben wir eh genug. Warte mal, den machen wir jetzt gleich. Goliath. Und da ist es auch so, also von verschiedenen Einheitstypen kann man nicht mehr bauen. Auf einmal. Also wie jetzt zum Beispiel die Mauer. Da könnt ihr ja immer wieder auf OK klicken, dass der nächste Teil gebaut wird. Das geht bei den Goliaths auf jeden Fall nicht. So, Raiven. Da können wir auch nicht immer so viel anwählen. Die müssten halt perfekt nebeneinander stehen, dass wir die ganze Reihe anwählen können. Das geht aber halt hier nicht. So, den Euchturm mal hier rein. Da ein bisschen verteilen. Jetzt müssen wir natürlich auch unsere Drohnen hier wieder anpassen. Die sind nämlich ein bisschen zu weit in unserer Basis hier. Die sollen ja die Zombies schon weiter vorne hier aufhalten. So, jetzt kommen sie schon wieder. Und ich finde, dass auch im Laufe der Zeit die Zombie-Horden immer schneller kommen. Und was mir aufgefallen ist, ich finde, dass die Zombies an den Ecken mehr kommen, wie jetzt auf hier den geraden Stellen. Also kommt mir so vor. Ich kann mich natürlich auch täuschen, ne? Wir haben jetzt hier eigentlich überhaupt keine Einheiten mehr. Ich denke, jetzt wird auf jeden Fall viel Schaden kommen an der Mauer. Müssen wir hier eigentlich noch Goliaths aufstellen. Jetzt sind natürlich unsere Ressourcen voll aufgebraucht. Ja, dann ist es auch mit diesem Upgrade-System. Ihr seht, wir erforschen momentan die Panzer. Es dauert immer noch 1,5 Stunden. Ne? Ja, wenn ihr das Spiel beendet, läuft diese Forschung nicht weiter. Ja? Also ihr müsst im Spiel sein, damit die Forschung weitergeht. Also das wird natürlich immer hier ein bisschen dauern. So, jetzt lassen wir mal ganz kurz gucken. Drohne nach vorne. Da werden wir natürlich auch noch, würde ich sagen, mehr kaufen. Hier auch weiter nach vorne. Ihr müsst ihr natürlich auch immer mal schön erwischen, weil wenn ihr es nicht erwischt, zum Beispiel jetzt, wenn ihr zieht, dann versetzt ihr nur den Bildschirm. So, da, da, da. Der ist noch ein bisschen weiter nach vorne. Ja, hier sind sie auch zu weit in der Basis, finde ich. Da, schaut hin, das meine ich mit den Ecken. Also da versammeln sie sich wirklich in großen Massen dann. Schaut es mit dem Schaden aus? Okay. Jetzt geht es schon relativ schnell mit dem Schaden. Wo kommen sie denn wirklich gut durch? Ah, bei unserem Goliath. Ja, wir bräuchten hier hinten auf jeden Fall Drohnen. Wieder an den Ecken. Das war unser Goliath. So, Schaden. Jetzt warte mal, wir können aber auch gleich die Mauer hier verbessern. Ja, bräuchten natürlich Ressourcen. Jetzt müssen wir dann auf jeden Fall erstmal wieder warten. Weil wir brauchen die Ressourcen ja auch für die Reparatur. Wenn wir keine Ressourcen mehr haben für die Reparatur, wird irgendwann unsere Festung fallen, dass sie dann irgendwo einbrechen. Das wollen wir natürlich verhindern. Und hier, glaube ich, haben wir zu wenig Einheiten. Da kommen sie schon sehr, sehr nah dran.
Jetzt müssen wir dann erstmal eine normale Mauer bauen, ohne Aufwertung. So viel Geld haben wir nämlich momentan nicht. Na, komm raus. Hey, da ist auch ein Mauerteil. Jetzt warte mal, das machen wir hier. So, ich glaube, die Mauer, kriegen wir die fertig? Ja. Jetzt werden wir das hier zumachen. Perfekt. Unsere Mauer ist fertig. Können wir hier die Kohle jetzt nach außen stellen. Ja, aber haben wir, ihr seht, eindeutig zu wenig. Jetzt warte mal, du gehst hier in die Ecke und du kommst hier rein. Da müssen wir auch ein bisschen aufteilen. Ja, ich denke, dass diese Revolver, diese Geschütze sind ja mit am billigsten. Dass wir da vielleicht dann hier oder was noch welche aufbauen. Jetzt warte mal, jetzt können wir trotzdem mal die Wand hier verstärken. Und diesen Teil. So, was ist Reparatur? Momentan gar nichts. Jetzt natürlich unsere Einheiten nach vorne. Können wir es gleich so machen. Das, glaube ich, geht schneller, als wenn wir jetzt hier die einzelnen Reihen hier auswählen. Ich bin natürlich mal auf die Panzer gespannt. Da ist auch eine Drohne. Oh, hier ist er komplett frei. Warte mal, Drohne. Ich darf ein bisschen aufteilen. Ja, ich denke wirklich, dass die Abstände von den Zombie-Angriffen immer kürzer werden. So kommt mir das vor. Mehr Soldaten, ihr seid zu wenig. Da werden wir jetzt dann eh noch welche aufstellen müssen. Da hinten steht auch nur einer. Ihr seid mir aber, glaube ich, auch ein bisschen zu weit von der Mauer weg. Ihr seht ja, der Schussradius ist ja auch nicht zu weit. Ja, jetzt nehmen wir Schaden. Kommt weiter nach vorne, Leute. Also, jetzt werden wir auf jeden Fall mal Soldaten aufstellen. Ihr seht, wir haben ja noch 26 frei. Wir nehmen die normalen Marines, würde ich sagen. Quatschen wir jetzt hier rein. Okay. Marines hier unten an die Ecke. Dahin. Gehen wir weiter nach vorne. Dann werden wir hier unten noch welche reinbringen. Wo ist denn der jetzt da? Und desto mehr Einheiten ihr kauft, desto teurer werden auch am Schluss alle Einheiten. Kann ich mal schnell sehen. Oh ja, es geht. Okay, jetzt können wir hier auf jeden Fall erstmal wieder ein bisschen Ordnung machen in unserem Lager. Dass hier alles mal schön sortiert ist, wo was ist. Na, manchmal hängt es ein bisschen, finde ich. So, das sind unsere Metallspeicher. Das sind unsere Plätze für unsere Einheiten. So, komm rüber. Da hängt es wieder. Die Speicher batschen wir hier hin. Die haben wir aber auch schon komplett aufgewertet, dass sie jetzt hier das meiste produzieren. Von unseren Kristallen. Komm her. So, das sind die Speicher. Haben wir da irgendwo noch einen? Was ist das hier? Energiespeicher. Ach, sorry.
Energie die hier produzieren, das sind die Speicher. So war das. Okay, dann hauen wir den Speicher hier raus, unser Metallspeicher. Na, das muss schon ein bisschen akkurat alles sein, damit es auch schön ausschaut. Das eine Gebäude hauen wir mal hier hin. Ja, die könnten wir eigentlich schön hier nach der Reihe anlegen. Ah, okay, unsere Kommandozentrale können wir nicht versetzen. Die bringen wir mal schön hier hin, dass wir auf jeden Fall... Oh, na, so weit hinter geht's nicht. Okay, unsere Kommandozentrale können wir halt nicht versetzen. Machen wir halt das hier rein. Komm. Geh da rein. Ja, also das ist halt der einzigste Nachteil im Spiel, dass manchmal hier die Sachen ein bisschen hängen. Bis man die da mal in die richtige Dinge hinbekommt. Da könnten wir aber eigentlich gleich wieder welche bauen, weil die werden wir brauchen. Versorgungsdepot. Versorgungsdepot, da kriegen wir noch eins rein. Eigentlich. Na komm, jetzt. So. Ja, blöd ist natürlich, dass wir das hier alles nicht verschieben können. So, da mal unsere Energiespeicher. Machen wir hier. Komm her. Unser Metallspeicher hauen wir weg. Halt, da könnte man hier hinten wieder anfangen. So, da haben wir Metallspeicher. Ja, der geht jetzt hier auch nicht hin, wegen dem Gebäude. Okay, und das Zeug kriegen wir natürlich nicht mehr hin. Schade. Müssen wir es halt so machen. Schaut jetzt zwar nicht so schön aus. Ja, da bleibt uns gar nichts anderes übrig. Aber es ist wenigstens ein bisschen aufgeräumter. So, Kommandozentrale war hier. Jetzt lasse ich mal ganz kurz gucken. Da, oh, hier ist es schon extrem an der Ecke. Da müssen wir eigentlich noch mehr Drohnen, würde ich sagen, die in der Luft hier agieren. Wir werden natürlich im späteren Verlauf versuchen, dass wir Drohnen hier auf der ganzen Map verteilen. Dass sie am Anfang immer schon mal ein paar ankommende Zombies hier vernichten. Das könnte man eigentlich jetzt schon mal anfangen. Okay, haben kein Geld mehr. Oh, da ist ein Mauerstück. Was machen wir da mit dem? Komm, das können die Zombies kaputt machen. Könnte man es mal ein bisschen ablenken. Das brauchen wir eh nicht da drin. So. Ja, wenn wir die Basis größer machen wollen, können wir natürlich... Na, gehen wir da rüber schnell. Die Mauerstücke natürlich alle wieder verwenden. Ne? Ach so, warte mal. Wir müssen ja hier die Reihe hier noch verbessern. Ja, hier kommen sie sehr weit an die Mauer, finde ich. Machen wir hier noch Drohnen. Das machen wir jetzt mal hier rein, dass wir unseren Metallspeicher da hinten reinkriegen. So, da haben wir unsere Gebäude. Jetzt haben wir Platz für unseren Energiespeicher, für unseren Metallspeicher. Na. Na komm. So, das seht ihr ja. Das ist so eine Position, wo ich denke, da
hängt's wieder. Okay, jetzt kommen sie hier eigentlich noch ziemlich nah hin, finde ich. Machen wir halt hier auch mal noch eine Drohne. Wie schaut's mit dem Schaden aus? 29. Also, bis jetzt, muss ich sagen, halten wir uns wirklich sehr, sehr gut. Wir werden jetzt auf jeden Fall erstmal speichern. Das ist natürlich wichtig, weil wir können dann auch in dem wieder neu starten. Es sollte jetzt irgendwas im Bach runtergehen. Und damit ich mich leichter tue mit unseren Spielständen, weil er kein Datum, keine Zeit angezeigt wird, ich gebe einfach die getöteten Zombies ein. Und dann weiß ich genau, das ist der letzte Spielstand. So. Da könnte man trotzdem ein bisschen weiter nach vorne bringen. Weil hier ist der Wirkungsbereich in unsere Anlage, finde ich, muss nicht sein. Genauso wie den hier. Sind, finde ich, ein bisschen zu nah. Wir wollen ja den Wirkungsbereich nach außen ausweiten. Und nicht in unsere Anlage rein. Das ist natürlich, finde ich, dann ein bisschen verschenkt. Also machen wir es so. Okay. Der genauso. Ich glaube, an der Ecke müssen wir eigentlich auch noch ein paar hinbringen. Drohne. Bin ich mal gespannt, wann hier die ersten wieder kommen. Na, kommen sie schon. Ach so. Nuklearangriff. Ich weiß gar nicht, ob wir das in der letzten Folge schon hatten. Jetzt haben wir auf jeden Fall. Kostet 2000. Können wir mal testen. Dann seht ihr mal, was der für einen Bums hier macht. Ah, wir kommen gar nicht bis zum Kartenrand hin. Schade. Machen wir es halt mal hier rein. Boom. Macht natürlich sehr, sehr viel kaputt. Also wenn es mal wirklich nicht anders geht, müssen wir halt nehmen. So, wie lange dauert es mit diesem Panzer noch? Eine Viertelstunde. Ich habe ja, glaube ich, genau die Feuerkraft unserer bionischen Einheiten habe ich ja verbessert. Müssen wir natürlich auch noch eine halbe Stunde warten. Okay, ihr seht schon, hier kommen sie ziemlich nah hin. Also haben wir mal hier noch eine Drohne rein. Und ich glaube auch hier an der Ecke. Hier ist der Abstand eigentlich ziemlich gut. Da schaut es jetzt auch gut aus. Also ihr seht schon, der Bereich und der Bereich wird eigentlich... Da kommen sie wirklich nah hin. Nur wir müssen da jetzt erstmal wieder Metall bauen lassen. Und das ist halt das Problem. Das sind unsere Arbeiter hier. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier noch einen reinstellen könnte. Ja, also wenn ich den jetzt kaufe und ich kann nicht reinstellen, bringt mir das nicht. Und wie gesagt, man kann hier wirklich nichts aufwerten. Also, dass sie jetzt schneller arbeiten oder irgendwas, finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade. Weil manchmal hat man wirklich, finde ich, ein Ressourcenproblem. Wir könnten aber trotzdem mal noch ein paar Upgrades machen. Was haben wir hier? Erhöht die massive Wiederherstellungskraft des Kriegers. Warte mal, wir können ja irgendwo... Ach genau, hier ist ja unser Schlachtschiff. Kostet 80.000. Da bräuchte man natürlich noch Energie. Jetzt warte mal, was kostet denn? Ja, die kostet allein so eine Energie, was Energie erstellt, 25.000. Das ist schon teuer. Aber so ein Schlachtschiff wäre bestimmt cool. Hatte ich noch nie. So, wenn wir jetzt mal gucken und schauen uns jetzt mal den Revolver an. Das Problem ist natürlich, er macht halt nur 150 Schaden. Im Gegensatz zu unserer Drohne, die halt 400 macht. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel hier an den Ecken noch Revolver aufstellen, ich weiß es nicht. Wäre das eine gute Idee oder nicht? Wir könnten es eigentlich mal probieren.
dass wir jetzt hiermit nur die Ecken verstärken. Wo ist denn der? Da ist er. Ja, manchmal wird es halt ein bisschen unübersichtlich. Aber wie gesagt, das für die Ecken probieren wir jetzt mal. Also ein hier an der Kante und zwei Revolver außenrum noch. Ihr könnt aber kein Gerät mehr abbauen. Also, dass ihr jetzt sagt, ja, vielleicht war es doch falsch. Ich kann es nicht gebrauchen. Ihr könnt es nicht abbauen, dass ihr jetzt wieder Ressourcen bekommt. Also ihr könnt es höchstens nur von den Zombies zerstören lassen. Okay, die decken auf jeden Fall die Revolver mit ab. Das passt. Die Goliath sowieso. Wobei ich aber denke, hauen wir die Infanterie nach vorne. Ja, das ist ein bisschen da rein. Und gut ist auf jeden Fall, wir bauen die Revolver nach dem Speichern, weil wenn sie jetzt zum Beispiel nichts bringen, können wir halt einfach unseren alten Spielstand wieder laden und dann haben wir das ganze Zeug nicht mehr. Darum sage ich immer, speichert bitte öfters da hier in dem Spiel. Sicher ist sicher. So, ein Revolver noch und dann lassen wir die Ressourcen für die Reparatur, wenn es nötig ist. Das ist unsere Drohne. Das Gute, ihr seht ja an den Revolvern, ist die erhöhte Reichweite. Aber ihr seht schon, ich finde trotzdem, die bringen nicht allzu viel. Warte mal, wo ist denn unsere Kommandozentrale? Na, jetzt wird der Schaden natürlich schon enorm, den wir hier kassieren. Ich wüsste jetzt nicht, aber ich glaube, sehen wir, was ein Zombie hier für Gesundheit hat. Dass so ein Revolver, ja, ihr seht schon hier, Revolverschaden, alle. Das ist eigentlich der Schaden, den unsere Revolver jetzt hier nehmen. War es vielleicht doch falsch, die Dinge hier aufzubauen. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Oh, haben wir 40.000 eigentlich in den Wind gesetzt. Ja, das, vielleicht wären die sogar besser, wenn wir die in der Festung platzieren. Aber ihr seht, hier werden sie wirklich sehr, sehr gut abgehalten. Genauso wie hier. Das Problem sind eigentlich immer nur diese Ecken. Die Drohnen mal ein bisschen weiter nach vorne bringen. Boah, das ist schon enorm jetzt. Die tue ich hier weg. Die bringen nicht viel. Also dies ist eigentlich hier ein Verlustgeschäft für uns. Weil wir dann so viel Reparatur bezahlen müssen. Dass wir die lieber hier an den Seiten stehen, wo jetzt mal nicht allzu viele Zombies hinkommen. So, jetzt lassen wir es mal. Jetzt bin ich dann gespannt, was wir jetzt dann noch für den Schaden haben. Na, jetzt seht ihr schon, momentan null. Also die kommen erstmal nicht gar nicht so weit hin. Das waren jetzt wirklich nur diese ganzen Revolver, die hier an den Ecken standen. Okay, jetzt geht's wieder hoch. Jetzt lassen wir mal kurz sehen, wo wird der Schaden genommen. Ah ja, an dem schon mal.
Und dann dem. Also das sind die zwei, wo fast den ganzen Schaden hier abbekommen. Ach, das ist auch voll. Da müssen wir aufpassen, aber sonst geht das hier nämlich nicht weiter. Fügt Gegnern in der Umgebung 3 Sekunden lang Schaden zu. Bladestorm. Jetzt warte mal. Gebäude. Energiespeicher müssen wir bauen. Was kostet dieser Energiespeicher? 2500. Das ist alles sehr ungenau hier. Das Platzieren, ich weiß nicht, an was das liegt. Komm da rein. Ich will dich da rein haben. Es soll schön ausschauen. Jetzt. So, jetzt haben wir 85.000. Was kostet? Der Panzer 40.000. Ach, Schlachtschiff kostet 120.000 von dem. Dann ist es dann auch wieder nur... Die Erforschung, denke ich, vom Schlachtschiff. Ja. Nur die Erforschung kostet 80.000. So, warte mal, die Wand können wir verbessern. Okay, jetzt machen wir nochmal einen Speicherstand. 189.000. 720. Dann würde ich sagen, lass mal die Horde hier nochmal kommen. Jetzt können wir aber dann diese Drohne trotzdem mal hier zurückbringen. Genauso wie die hier. Das meine ich, wenn man jetzt hier nicht trifft, verzieben wir immer den ganzen Bildschirm. Dass wir unsere Revolver hier ein bisschen schützen. Ich weiß auch nicht, ob die Zombies im Laufe der Zeit auch stärker werden. Ich kann es euch nicht sagen. Jetzt würde ich schon wieder sau viel an Schaden hier. Boah, der Revolver 515. Also fast den Schaden. Ja, nur der eine Revolver hat den abbekommen. Dann gehst du hier rein. Naja, die kommen jetzt hier auch schon wirklich verdammt nah hin. Also jetzt müssen wir auf jeden Fall wirklich ganz, ganz dringend schauen, dass wir unsere Sachen hier... dass wir mehr Verbesserungen bauen. Weil dann ist es soweit, dass wir mehr Geld für die Reparatur brauchen, wie wir dann für unsere Verteidigung haben. Also Goliaths wäre natürlich jetzt nicht schlecht, wenn wir da noch mehr bauen könnten. Die Frage ist nur, wo stellen wir die auf? Wir haben keinen Platz mehr. Jetzt warte mal, wenn ich jetzt den Goliath hier hinschiebe. Okay, da würde er noch zum Schießen kommen. Speicher. Unsere Energiespeicher könnten wir bauen, weil dann brauchen wir uns da keinen Kopf machen, wenn der mal voll ist und läuft nicht weiter. Wie viel bekommen wir? 5000 pro Speicher. Oh, 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 oh. Viel Schaden. Wer hat den? 112, 800, 400, ne? Hauptsächlich diese Revolver nehmen den Schaden. Jetzt wenn wir die trotzdem nach innen stellen, glaube ich, wär besser.
quatschen wir jetzt hier mit rein. So, warte mal, du gehst. Komm rein. Ich denke, da wird der nicht hinpassen. Nee. So, komm. Ja, und man kann auch nicht sagen, ja, das Spiel kostet, ich glaube 3 Euro oder was. Also, das ist natürlich nicht teuer. Darum kann ich jetzt, darf ich nicht meckern, so wie das hier so manche Sachen ein bisschen hängen. Damit muss man zurechtkommen, wenn man halt etwas Billigeres kauft. Achso, wir haben ja hier auch noch welche. Okay, der passt da rein. Der passt da rein. So. Ja, schaut hin, über fast 3000, was wir hier wieder abziehen müssen. Das ist ja eigentlich schön und gut. 110. Mehr brauchen wir eigentlich für das Zeug nicht. Abnehmende Kernproduktionsgeschwindigkeit. Erhöht die Schadensreichweite. Okay, da können wir den Radius, denke ich, erhöhen. Hier können wir unser Schlachtschiff. Das werden wir jetzt. Ja. Also, 6. D heißt nicht 6 Days, sondern 6 Stunden. Ne? Ich denke, das ist ein Fehler von denen. Da hätten sie ein H einmachen müssen. Jetzt werden wir hier auf jeden Fall unseren Metallspeicher weiterbauen, weil wir brauchen ja 120.000 für unser Schlachtschiff. So, 90.000. Komm, komm, komm. Da können sie auf jeden Fall viel arbeiten. Ich weiß gar nicht, ob die auch Bevölkerungskosten hier in Anspruch nehmen, das Schlachtschiff. Jetzt kriege ich hier diesen Metallspeicher nicht hin. Jetzt. So, was haben wir jetzt? 115.000. Ich kriege aber das Zeug hier nicht weiter weg. Nö. Also müssen wir es jetzt hinpflanzen, wo es geht. Wie schaut es mit dem Schaden aus? 61. Also jetzt sind wir schon mal besser dabei. Hier würden auf jeden Fall noch Drohnen gut sein. Lass mich mal schnell hier schauen. Ja, also die Ecke benötigt auf jeden Fall Drohnen. Da kommen sie mir ein bisschen zu nah hier an die Mauer. Eine Stunde noch unser Panzer. Ich kann ja nicht einmal sagen, ich drücke auf Pause und lasse das Spiel laufen, weil das geht ja auch sogar. Schaut hin. Warte mal. Ach so, Escape geht ja nicht. Wenn ich hier ins Menü reingehe, läuft das Spiel weiter. Also wir können wirklich keine Pause drücken. Na, darum hätte ich ja gesagt, ich lasse auf Pause laufen, dass die Stunde rum ist. Das geht aber nicht. Wir müssen jetzt hier durchhalten. Wo war jetzt unser Schlachtschiff? 8800 Schaden. Was? Feuer? 16 Rasierer. Ja, ich denke mal, das ist so mit Google oder was übersetzt worden. Vielleicht schießt er mit 16 Waffen gleichzeitig. Reichweite 15 Felder. Was hat denn der Goliath? 10 Felder. Der Revolver. Okay, der schießt so weit wie er.
Na, wir könnten jetzt vielleicht schon eine zweite Verteidigungslinie aufbauen, dass wir hier zum Beispiel hier nochmal eine Mauer ziehen. Beispiel. Und platzieren hier Infanterieeinheiten rein. Aber ich muss ja so dazu sagen, da kostet ja einer jetzt schon 1920 von unseren Scharfschützen schon 2000, ja. Da würden wir jetzt gerade mal 6 Leute rauskriegen. Also das ist schon... Ich weiß gar nicht, mit wie viel wir am Anfang begonnen haben. Das war gar nicht so viel. So, das. Jetzt warte mal, bevor das aber ist, werden wir jetzt erstmal schnell nochmal Drohnen hier aufstellen. Also wir hatten ja hier Probleme mit den Zombies. Und hier glaube ich auch noch... Ja, ich würde jetzt auf jeden Fall mal sagen, das war's für heute. Wir werden noch mal schnell speichern. Also ihr seht, wir haben jetzt eigentlich von 210, 510, von 100, was war's, 133.000, glaube ich, haben wir begonnen. Jetzt sind wir schon bei 210.000. Also, jede Menge. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich denke, dass ich so mal wieder ein bisschen spielen werde, ohne dass ich eine Folge aufnehme. Und irgendwann werden wir mal wieder reinschauen. Und dann seht ihr mal, was sich verändert hat. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.